Mit ihrem aktuellen Film Lovelace macht Amanda Seyfried von sich reden, denn sie verkörpert darin den berühmtesten Pornostar der 70er Jahre, Linda Lovelace, und musste somit ziemlich viel Haut zeigen. Damit ist Amanda aber nicht die Erste. Auch diese Damen spielten Frauen, die sich vor der Kamera professionell nackig machen. Da haben wir Sarah Michelle Gellar, die hierzulande eher als Vampirjägerin bekannt ist. 2006 spielte sie in Southland Tales eine Pornodarstellerin. Selma Blair wagte es ebenfalls im Jahr 2000 in Down to You. Auch Kim Cattrall spielte 2010 in Meet Monica Velour einen Pornostar. Heather Graham verkörperte 1997 ein Pornosternchen in Boogie Nights. An ihrer Seite Julianne Moore, die in dem Film ebenfalls einen Pornostar mimte.